Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Splatoon. Wir sind hier immer noch mit dem Tintenfisch-Amiibo unterwegs, haben noch drei Missionen und einen Endgegner zu tun. Deshalb fangen wir jetzt einfach direkt an mit Schwämme im Kreuzfeuer. Das Inktier hat hier ein Spielchen für uns vorbereitet. Wird auch wieder ein Kampf mit begrenzter Tinte, vielleicht der letzte Kampf mit begrenzter Tinte, wer weiß. Wir werden es herausfinden, werden uns auf jeden Fall einfach mal durchkämpfen. Ich gebe mein Bestes. Könnte ein bisschen schwierig werden. Einfach weil ein Kampf mit begrenzter Tinte immer nicht so einfach ist. Ach, David. Gut, so geht's natürlich auch. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir hier zum Beispiel ein bisschen Tinte sparen können. Das wäre natürlich auch einfach eine Methode gewesen. Hier ist die Frage, komme ich da tatsächlich rüber? Oh, ich komme da rüber, jetzt muss ich ihn nur schnell erledigen. Sehr schön. Und dann hier versuchen, mit so wenig Tinte wie möglich tatsächlich nach oben zu kommen. Ja, das ist wirklich, Kampf mit begrenzter Tinte ist eine Herausforderung. Das muss man auch einfach mal so sagen, weil man muss sich sehr, sehr bewusst sein, was man einsetzt. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich die Spezialwaffe hier jetzt nutzen kann. Ich probier's mal. Das verbraucht nicht meine Tinte, oder? Weil das ist nämlich dann in dem Fall wirklich extrem praktisch. Oh Gott, da bin ich weg. Dammit! Spezialwaffe. Spezialwaffe völlig umsonst eingesetzt. Mal gucken, ob ich da hinten hinkomme. Das passt sehr schön. Dann nutzen wir nämlich nochmal die Spezialwaffe, um hier tatsächlich die Gegner schnell außer Gefecht zu setzen. Und uns in Ruhe hier fortbewegen zu können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Panik. Ein bisschen Panik hat noch keinem geschadet. Das halte ich für ein Gerücht. Oh, mein Herz. Hier auch immer schön warten, bis man tatsächlich auch drankommt, wo auch immer man dran will. So, in dem Fall reicht da ein Klecks, reicht leider nicht. Jetzt habe ich den aber so dermaßen blöd in der Mitte platziert, da ich noch zwei andere Kleckse machen muss, statt einfach mit einem Klecks auszukommen. Oh, damit, der hat mich gesehen. Wenn ich mich beeile, dann packe ich es noch darüber. Oh, sehr schön, das hat funktioniert. Ist die Frage, komme ich da hinten dran? Momentan noch nicht. Das heißt, ich muss hier leider erstmal ein bisschen Tinte verbrauchen. Muss hier wirklich sehr stealth-mäßig rangehen. Oh, oh Gott. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass das bis hierher reicht. Muss ich zugeben. Oh. Ich glaube, ich will zu viel. Ich muss nicht ganz so stealth rangehen. Ganz so schlimm ist es dann doch wieder nicht. So. Ja, geht doch. Es geht doch. Verbraucht auch gar nicht so viel Tinte, wie ich hier fürchte. Das hier allerdings. Oh, das hat funktioniert. Sehr schön. Bisschen Tinte wieder gut gemacht, dafür gleich nochmal einen Klecks unnötig verbraucht. Gucken, ob ich hier komplett hochkomme. Ohne gesehen zu werden. Wäre natürlich ideal. Jetzt muss ich ihn hier natürlich trotzdem erledigen. Weil er ist wirklich zu gefährlich, als dass wir
ihn einfach ignorieren könnten. Wir lassen ihn erstmal eine Bombe werfen, schleichen uns dann hoch und verschwenden hier tatsächlich einfach mal ein bisschen Tinte. Ich hoffe einfach, so insgesamt reicht es halt noch. Oh, da ist meine Tinte nicht bis da hinten hingekommen. Oh, wie bitter ist das denn? So, hier wage ich es einfach mal wirklich hinzusprengen. Da brauche ich keine Tinte. Ich will ja sowieso sprengen. Das hier könnte gefährlich werden. Ich muss da hoch. Ha. Nehme mir einfach nochmal die Spezialwaffe. Ich habe sie nämlich mit einem Octolink zu tun. Ich meine, ich könnte die Spezialwaffe nutzen, aber es ist natürlich schön, das Ganze ohne Spezialwaffe zu schaffen. So, oh, da ist noch ein Octolink. Noch ein Octolink. Oh Gott. So, okay. Aber egal, geschafft ist geschafft und ich denke mal, mehr brauche ich jetzt auch nicht. Das heißt, ich habe die, sehr schön, ich habe die Spezialwaffe noch übrig und kann hier trotzdem ohne Probleme den Elektrowels nehmen. Also, man muss schon sagen, ich muss schon sagen, gerade wenn man die Spezialwaffen tatsächlich auch weiß, wo die sind und eventuell nutzt, dann hat man überhaupt kein Problem mit der Tinte. So an sich, wenn man unvorsichtig ist, kann es knapp werden, aber prinzipiell ist das Zeitlimit und die Tinte schon sehr großzügig bemessen. Man sollte also kein Problem haben. Ihr Zeitlimit von 4 Minuten, ich schätze, wir schaffen es in 2. Ich meine, ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Level war, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wir es hier in 2 durchschaffen. Ja, ich meine, guckt euch das mal an, ich kann ja wirklich einfach durchschwimmen, ist überhaupt kein Problem. Und auch hier, ich muss mir ja keine Gedanken darum machen, dass mich Gegner eventuell irgendwie besiegen könnten oder sowas. Ich kann hier einfach ohne Probleme rüber und rein. Das Einzige, was ich fürchte, ist, dass sie mich hier runterpusten können, was ein bisschen unpraktisch, genau. Was ein bisschen unpraktisch ist. Daran habe ich, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht gedacht. Daran habe ich absolut nicht gedacht. Das heißt, wir erledigen hier zum Beispiel den Gegner einfach zuerst, springen dann rüber und haben kein Problem. Ich meine, wir haben ja unendlich viel Tinte hier. Wir können unsere Tinte ja immer wieder auffüllen und haben absolut kein Problem damit. Eventuell schaffen wir das jetzt nicht mehr ganz in 2 Minuten. Ich schätze, die 2 Minuten könnten knapp bemessen sein, je nachdem, ob ich hier... Das fände ich auch interessant, wenn man hier in solchen Fällen einfach mal abkürzen kann. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. Aber wie gesagt, so allgemein, wir schwimmen hier in Rekordzeit durch. Es sollte wirklich... Ich meine, ich bin mir sicher, wenn man sich hier wirklich auch Zeit lassen will und die ganzen Sachen einsammelt und sowas, dann kann man eventuell schon auch mal 4 Minuten brauchen, aber so... Ach, dammit. Das hier funktioniert aber gar nicht. So. Na, oh, 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 oh Gott. Oh Gott, fast bin ich hier einen elenden Tod gestürzt. Und ja, wir haben tatsächlich länger als 2 Minuten gebraucht. Das Level ist länger, als ich dachte. Muss ich an dieser Stelle einfach wirklich mal zugeben. Das Level ist lang. Was allerdings auch nichts daran ändert, dass wir hier gleich am Ziel sind. Müssen wir nur noch kurz auf die Plattform warten, dass die uns da rüberbringt. Gucken wir uns einfach noch mal ein bisschen an, weil wir so wunderhübsch sind. Ja, ohne Witz, ich mag die Form hier tatsächlich. Oh, Mann, verdammt. So wird das natürlich nichts in 2 Minuten. Da wird das Zeitlimit tatsächlich mal ein bisschen knapper hier. Unfassbar. Aber ich hab jetzt auch zweimal ziemlich Mist gebaut. Das ist eben, dass man hier mit der... in dieser Form nicht so weit springen kann. Das merkt man an dieser Stelle einfach mal ein bisschen.
So, ich würde sagen, es wird jetzt mal ein bisschen Zeit, sich hier zu beeilen. So nicht. Oh Mann. Kriegen wir hier tatsächlich noch Zeitprobleme? Das kann ja nicht sein. Och, ich komme nicht dran. Das ist das Problem. Ich komme in dieser Form hier einfach nicht ran. Wie bitter. So, jetzt aber. Jetzt muss ich hier echt mal auf die Tube drücken. Wow. Hab hier gerade noch einen Vortrag gehalten, wie großzügig die Zeit hier bemessen ist, und dann mache ich so ein Ding. Unfassbar. Aber gut, man hat halt immer noch ein Zeitlimit, ja. Also wenn ich normalerweise mal gucke, ich habe im Singleplayer normalerweise, glaube ich, zwischen 10 und 20 Minuten, nee, 20 waren es nicht, aber so 15 Minuten habe ich schon mal in manchen Leveln verbracht, einfach weil ich halt alles mir angeguckt habe und durch die Gegner durch musste. Da sind 4 Minuten natürlich, oder hier in dem Fall 3,30 natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Aber dafür hat man eben auch die unverwundbare, die unkaputtbare Tintentitanform, mit der, und ich sage, muss auch zugeben, ich sage das Wort Tintentitan einfach sehr gerne, mit der das eigentlich nicht so das Problem sein sollte. Ja, gerade in Leveln wie diesen, wo man tatsächlich dann einfach überhaupt keine Angst um diese Oktofluter bzw. wegen diesen Oktoflutern haben muss, ist das Ganze natürlich nochmal bedeutend einfacher. Ich meine, ich kann hier einfach durchschwimmen und den Schlüssel suchen, ohne mir irgendwie Gedanken machen zu müssen. Und auch die Sniper sind mir einfach völlig egal, abgesehen davon, dass ich hier noch einen Schlüssel brauche. Ansonsten werden mir die Sniper völlig egal. Aber Schlüssel ist halt Schlüssel. Und da so, zack, 1,5 Minuten. So, na, 13 Minuten war doch gar kein so kurzer Part. Ja, da hat's der Anfang natürlich gemacht. 13 Minuten, blablabla. 13 Minuten kann ich so stehen lassen. Wir sehen uns im nächsten Part mit dem Bosskampf und ob wir da mit der Tintentitanform kämpfen oder eventuell, und das könnte sehr gefährlich werden, nur eine begrenzte Anzahl an Tinte haben, da müsst ihr euch überraschen lassen. Da müsst ihr einfach mal rüberklicken, in das Video klicken und dann seht ihr das auch.